Alles, was du mir erzählt hast, ist eine Lüge und es wird so nicht passieren, okay? Es wird nicht passieren. Dankeschön. Schau, Leute, was geht denn? Willkommen zum wunderbaren Video. Alphastein, bitte, das guck muss nicht an. Sein. Okay. Ja, ich bin schön. Böse geworden. Ja, du bist nach wie vor der gleiche Stein, schön, dass du hier bist. Leute, wir spielen heute eine Runde Wild West, du und Alphastein hat tatsächlich gesagt, dass wir unbedingt gemeinsam aufnehmen müssen. Und ich würde sagen... Ich weiß alle News. Du weißt alle News, das ist sehr ja. Schön, meine Freunde. Ja, sehr cool. Stein, mach dich doch einfach mal bereit, wir spielen eine Runde Wild West, du ist... Es sind nicht News, es sind sogar Leaks. Du weißt Leaks. Ja. Und wo hast du die her? Wie gesagt, ich habe Mitarbeiter von Fortnite in meiner Kontaktliste. Ja, okay, das habe ich auch. Du weißt Bescheid. Tatsächlich weiß ich nicht Bescheid. Ich habe absolut keine Ahnung, worum es geht. Aber es ist ja auch egal, meine Freunde. Wir schauen uns auf jeden Fall heute mal an, was Alphastein da tatsächlich zu berichten hat. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Er meinte, Revi, komm schnell online. Wir müssen ganz schnell aufnehmen. Jetzt bin ich hier. Ich bin gespannt, Stein, was du für mich vorbereitet hast. Ich spiele, wie gesagt, den Wild-West-Modus, meine Freunde. Nur Revolver, Schrotflinten und Dynamit. Arschgeile Nummer, Jagdgewehre sind auch drin. Finde ich, weil ich das einfach... Nee, ich mag den Modus einfach. Ich finde den echt geil. Also, ja, alles klar. Gut, ich würde sagen, Stein, dann erzähl doch mal. Mir geht es sehr gut, danke schön. Wie geht es dir? Ich fliege jetzt. Ja, ist auch besser so. Ich fliege morgen natürlich zur Fortnite-WM und freue mich sehr. Ich spiele nicht. Ich bin als Moderator. Du guckst mir zu, wie ich bin Ninja-Team. Stein, ich bin nicht da als Spieler. Also, ich bin da, um zu moderieren und Interviews zu machen. Also, ja. Ja, ich. Ja, ich. Hallo? Ja, arschgeile Nummer. Dementsprechend, meine Freunde, werdet ihr auf jeden Fall feststellen, dass ein Großteil der Videos hier vorproduziert ist. Und natürlich kommen von der WM selber auch noch Videos, Interviews und so weiter und so fort. Das ist natürlich klar. Stein, wir landen in Battlefield. Erzähl mir. Nochmal für dich. Ja, was denn? Sehr lustig, ganz toll. Partie, partou, partou. Stein, pass auf. Wir springen jetzt hier raus, wir suchen uns beide eine Waffe und dann holen wir ein paar Gegner weg und dann erzählst du mir in der Zwischenzeit mal, was du denn unbedingt mir... Du hast mir geschrieben, komm online, lass uns reden, ich muss dir was erzählen. Aber nicht im Video. Ja, du hast gesagt, wir müssen aufnehmen, ich muss dir Guck was erzählen. Mal, ich hab's jetzt schon zweimal in Videos erzählt, ja? Ja. Und die Sachen haben auch gestimmt. Nein, haben sie nicht, doch, nicht mal ansatzweise. Doch. Wer könnte das Video? Wer könnte Leon... Blend das ein! Er heißt Leo, nicht Leon. Leon! Leo. Mein bester Freund, blend das ein! Es kommen Autos! Stein! Und die können fliegen! Okay, okay. Ja, 300 Leben! Thanos kommt zurück, er ganz wichtig, fliegen, ne? Ingame. Ja. Thanos, jump! Wirklich, ich hab die Wahrheit gesagt. Guck mal, ich hab gesagt, Thanos, alles hat gestimmt. Ja, Stein, also... Ich habe halt Kontakt zu Fortnite. Genau, okay, Stein. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Aber erzähl mir einfach, was du weißt, okay? Was weißt du, worum geht's? Okay, halt die Ohren offen, okay? Ja, das macht man in einem Gespräch so. Okay, gut. Aber ja, erzähl mir. Ah, Gegner! Moment, es ist ein Gegner. Hab ihn. Ey, du Abstauber, wow. Ja, es tut mir leid. Okay, Stein, also was jetzt? Okay, willst du es wirklich wissen? Ja, natürlich, sonst würde ich das Video mit dir nicht aufnehmen. Erzähl wirklich? Mir. Wirklich? Ja. Oh mein Gott, du verdammter Noob, Alter. Wenn du den killst, sag ich dir das. Stein, er steht hier. Er ist low, Stein. Er ist low. Du hast eine Shotgun. Hinter dir. Oh mein Gott, sehr schön. Okay, zieh mich schnell hoch. Ich habe mich für dich geopfert, by the way. Also, jetzt erzähl mir, was geht ab. Ja, erzähl es mir doch einfach. Okay, möchtest du jetzt nicht, okay, also nicht. Nummer eins. Ja. Wie ein paar Leute schon gehört haben, ja, es kommt. Was? Bitte Trommelwirbel. Ja, ist drin. Eine neue Map. Okay, erstmal glaube ich tatsächlich nicht, dass das passieren wird. Nein, also auch wenn es jetzt Season 10 ist und hier irgendwer noch aus dem scheiß Feld sniped, wird, glaube ich, eine neue Map nicht geschehen, Stein. Es tut mir leid. Ich möchte dich da echt nicht enttäuschen. Es sind Leaks. Ja, aber du hast ja nicht mal ansatzweise... Du weißt, also ich hab die besten Quellen. Nein, du hast dir letztes Mal einfach alles ausgedacht. Hattest Glück, dass es stimmt. Nein, nee, es war kein Glück. Doch, natürlich war das Glück. Ja, okay, vielleicht nicht ganz neue Map, aber man kann auf dem Mond spielen. Nein, kann man nicht. Man wird niemals in Fortnite auf dem verdammten Mond spielen können. Ja, es sind Was Leaks. Talkst du? Wie talkst du? Es sind kein Leaks, es ist einfach irgendein Trash, den du dir ausgedacht hast, Mann. Leaks. Und dann kommt sogar eine richtig krasse Bombe, so eine Atombombe oder so. Ja. Und die zerstört Tilted.
Neo-Tilted. Ja, ja, okay. Da geht es kaputt. Dann kann man da nicht mehr leben. Dann fliegen die auf den Mond. Ja. Und dann kann man da kämpfen. Da gibt es neue Waffen und so neue Skins. Normal wie immer. Ja. Okay, fasse ich kurz zusammen. Also eine riesige Bombe kommt und macht Tilted kaputt. Ja. Schon wieder. Neo-Tilted, was gerade neu ist, wird wieder kaputt gemacht. Sehe ich das richtig? Ja, die Energie wird so entzogen und so. Alles weg. Mhm. Ja, ja. Okay, gut. Das ist ja schon mal klar. Macht ja Sinn. Macht ja vollkommen Sinn. Atombombe, du weißt, wenn Atombombe, dann ist die Luft nicht mehr gesund. Ah ja, und dann passiert was? Dann fliegen die mit Raketen zum Mond. Ja, ja, und dann kann man auf dem Mond spielen. Dann kann man Mond kämpfen, neue Waffen, neue Update. Alter, warum wirst du immer lauter, du Behinderter? Junge. Okay, der Mond kommt und man fliegt auf den Mond in der neuen Season. Und das war's. Ja, mehr kommt nicht, oder wie? Ja, du hast ja gesehen, da war ein Roboter und so. Ja, das ist ja schon alles passiert. Nee, der Roboterkampf ist ja schon vorbei. Also ist ja schon passiert. Der lebt ja noch. Der ist ja zum Mond geflogen. Der wartet nur auf uns. Okay, alles klar. Und gegen wen kämpft der Roboter auf dem Mond? Du weißt, auf dem Mond gibt's Aliens und so. Ja. Dann sind so Aliens auf der Map. Da kommt so riesen Alien. Mm, 500.000 Stein, kann ich ganz kurz fragen, woher du diese Informationen hast? Ich. Woher? Mitarbeiter. Okay, und der hat dir das einfach gesagt. Ja. Und es ist dir bewusst aber schon, dass, also wenn der dir das sagt, dass der höchstwahrscheinlich gefeuert wird. Egal. Ach so, aber hat der dir gesagt, du sollst das nicht weitererzählen? Ja, ich sag's ja nur dir. Ja, ich nehme ja gerade ein Video auf. Lies es einfach nicht hoch, okay? Ja, ja, wahrscheinlich. Okay, dann interessante Theorie. Tatsächlich habe ich mich auch ein bisschen damit befasst. Also es gibt ja immer Datenleaks, ne? Und da steht nichts davon drin, von den Sachen, die du jetzt erzählt hast. Das Update ist noch nicht da. Ja, ich weiß, dass das noch nicht da ist. Aber ich meine, du kannst dir die Sachen jetzt auch einfach wieder ausgedacht haben. Nein. Doch, bei dir ist oben übrigens ein Gegner. Hab ihn, kein Ding. Da ist aber noch einer, oder? Ja, mir doch egal. Hol den kurz, warte. Also du hast den nicht ausgedacht, alles ja? Stimmt. Und die Beweise sind einfach, dass du sagst, ich kenne Fortnite-Mitarbeiter. Ja. Und das sollen jetzt alle Leute glauben. Ja, jedes Mal habe ich die Wahrheit gesagt. Also nein, ich das jetzt auch. Das waren einfach irgendwelche vagen Aussagen, die du getroffen hast, die ansatzweise... Autos sind gekommen. Ja, das ist aber jetzt auch nicht so besonders. Ja, ist passiert. Das sind alles Sachen, gesagt, die waren. Er hatte 300 Leben. Ja, die waren alle sehr predictable, Stein. Versteh mich nicht falsch. Das waren alles Sachen, die man vorher schon irgendwoher wusste. Nein. Doch. Nein. Doch. Ja, aber es ist so. Du kannst nicht einfach Nein sagen. Wuff. Ach, Junge, Alter, okay. Gut, Stein, was passiert denn noch in deiner Information? Stein. Wuff. Oh Mann, Alter. Alpha-Stein. Auf jeden Fall die Map, wo wir gerade sind. Die wird komplett kaputt gemacht, oder? Kannst du schon mal Tschüss sagen? Ja, da kann ich nur mal Tschüss sagen. Auch Pleasant Park ist weg, oder? Und es kommt eine komplett neue Map, direkt von Anfang an, oder? Oder gibt es nochmal ein Event mit dem Meteor? Ich glaub eher Event, aber die sind doch nicht safe. Wieso glaubst du denn nur? Warum weißt du das denn nicht? Du bist doch informiert. Er hat gesagt, es könnte passieren, weil im CEO-Gespräch hat er darüber geredet und so. Ja, ja. Mhm. Ja, aber ob das umgesetzt wird... Also glaubst du... Okay, aber bist du... ja, okay. Stein, was weißt du denn? Also du weißt nicht noch mehr. Ich denke gerade nach. Hier ist hier drin, Stein. Komm mal her. Es gibt auf jeden Fall wieder Fahrzeuge. Boah, Digga, Ehre genommen, Alter. Das war's mit Wagen. Junge, Alter. Ehrenlos. Ehrenlos die Ehre genommen. Okay, Stein, das ist aber alles, was du weißt jetzt tatsächlich, oder? Ja. Ich hab noch ein Medkit für dich, komm mal her. Gut, okay, Stein. Was weißt du noch? Ja, reicht jetzt. Okay, auf jeden gut, Fall aber... wieder Astronauten. Und so gibt's wieder. Ja. Und neue Weltraumskins, so Alien-Skins, Alien-Waffen, so Laserpistolen, so Pew! Okay, was gibt's noch? Okay, lass uns mal wieder hier hochgehen. Gut, interessant, ja. Also mehr weißt du tatsächlich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich schenke deinen Überlegungen hier nicht unbedingt Glauben. Das sind nichts. Tatsächlich glaube ich nicht, dass das irgendwo ansatzweise Hand und Fuß hat. Aber... Ich glaub dir auch nicht. Gut, ich bin mal gespannt, was in Season 9 passieren. 10. Ist es Season 9 oder 10, Stein? Kannst du mir da ganz kurz auf die Sprünge helfen? Und gibt's noch mal... gesagt Season X. Ah ja, okay. Und das ist nochmal ein kleiner Hinweis wahrscheinlich, oder? Also nur Astronaut und Alien-Skins. Ganz viele aber. Ganz viele verschiedene, oder? Also alles, was im Weltraum gibt, hat diese Geräte und so. Über uns Gegner? Ja, ich hätte für uns Skin. Der ist low. Hinter uns! Oh mein Gott, Junge, ich hasse diese Pump-Chokes, Digga. Unter dir? Das war's. Ja, nice. Gut. Was?
den Bock. Okay, ja, was ist mit dem? Der? Ja. Gehört mir. Okay. Mein Speicher wird geupdatet. Okay, der wird geupdatet. Ja. Was wird an dem denn geupdatet? Okay, das ist die Lüge. Jetzt gebe ich zu. Und der Rest ist aber nicht gelogen, oder? Ja. Mhm. Alles Wahrheit. Okay, gut, dann bin ich ja mal gespannt. Aber du weißt nicht noch mehr, was du uns erzählen kannst, oder? Ja, warte, ich guck mal. Mhm. Beim Ordner. Wie heißt der Ordner? Wahrscheinlich Hentai, oder? Ja, schau ruhig in deinen Ordner. Du kennst doch Minecraft, oder? Ja. Was hast du in Minecraft auf dich? Bei Minecraft kommt auch ein neues Update. Ich hab ja, ich will aber wissen, was bei Fortnite... Stein, ich will aber wissen, was bei Fortnite... ein PvP-Update. Ja, das weiß man schon. Da kann man so stark gehen, ganz schnell. Stein, ich brauche Hilfe. Ich hab keine Waffe. Ich brauche Hilfe, hier ist noch einer bei mir. Ich verfolge einen mit Spitzhacke. Ah, hilf mir, hinter mir. Ah. Ja, Junge, du... Okay, Stein, pass auf. Alles, was du mir erzählst, das ist eine Lüge und es wird so nicht passieren, okay? Das war's von diesem Video, Leute. Glaubt nicht alles, was Alpha Stein euch erzählt. Alpha Stein, ich bann dich jetzt wieder von meinem Team, du weißt Bescheid, ja? Okay, Leute, macht's gut, oder rein, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Danke dafür, Stein, du bist der beste... Ich hasse es, mit ihm zu spielen, Leute. Glaubt nicht das, was er gesagt hat. Es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Dankeschön. Irgendwelche letzten Worte noch? Alles klar, danke.